Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, in der letzten Folge habe ich ja schon gesagt, dass wir heute mit der Anachoretin sprechen werden. Und dann schauen wir mal, ich wollte eigentlich links rumlaufen, wie die ganze Geschichte weitergeht. Da kommt aber auch eins nach dem anderen, oder? Ich hatte kaum die Zeit, die Tatsache zu verarbeiten, dass ich eine Ambition bin, oder auch nur überhaupt zu erfahren, was das wirklich bedeutet. Es tut mir leid, dass ich Sombra nicht daran hindern konnte, sich Kalias Kräfte zu nehmen. Es ging alles so schnell. Wir haben dies in eurem Gewölbe gefunden. Wisst ihr, was das ist? Ich hatte ein Gewölbe? Ja, ich erinnere mich an einen Ort, wo man mich unterbrachte, als ich von Schwester Celdina ausgebildet wurde. Lasst mich mal sehen. Es fühlt sich vertraut an. Als ob ich mich nach dem Aufwachen an einen Traum erinnere. Soll ich irgendwas damit anstellen? Wir denken, dass es nützlich gegen Sombrin und Merunes Dagon sein könnte. Dann sollte ich mich lieber daran erinnern, was es ist und wie man es einsetzt, oder? Leg das Relikt auf den Tisch dort drüben. Dann kann ich es mir genauer ansehen. Vielleicht fällt mir dann etwas ein. Das machen wir doch gerne. Merunes Dagon hat Teile von sich bei deren Erschaffung in die vier Ambitionen übertragen. Diese Teile bilden das Egonymon und sind die Quelle ihrer Macht. Falls nötig, kann das Egonymon eingesetzt werden, um Dagon zu schwächen und ihn zurück ins Reich des Vergessens zu zwingen. Alle vier Teile des Egonymons müssen verwendet werden, um den Versuch zu unternehmen. Wir werden es nur als Mittel der letzten Wahl einsetzen. Ich erkenne das wieder. Ein tiefes, ständiges Summen in meinem Hinterkopf. Ein Teil von mir, aber auch ein Teil von etwas anderem. Ich glaube, so erkennen wir einander, Sombren und ich. Dann waren die Langhauskaiser also doch nicht so töricht, wie ich dachte. Sterbliche, ich habe eine Idee. Natürlich, Lyrant. Wie ich es mir schon dachte, ist das Egonymon ein mächtigeres Nymon. Vielleicht haben nur die Fürsten so etwas, denn ich hatte noch nie von ihnen gehört. Sombren hat zwei, vielleicht sogar drei der vier Teile. Wir dürfen nicht zulassen, dass er diese Macht an Merunes Dagon zurückgibt. Ihr meintet, ihr hättet eine Idee. Sombren war in der Lage, sich Kalias Macht zu nehmen. Dass er auf dem Gipfel Destrons Geist beschworen hat, liegt nahe, dass er neben seinen eigenen Kräften auch irgendwie die von Destron hat. Wir müssen tun, was er getan hat, und uns diese Macht von ihm aneignen. Könnt ihr das tun? Oh, nicht ich, kleine Sterbliche. Die Anachoretin. Sie ist die vierte Ambition. Wenn Sombrin wirklich Dagon aufsucht, ist er auf dem Weg zum Hauptsitz des Fürsten, dem Trost der Zerstörung. Wir brauchen jemanden, der uns durch diese Festung führt, damit wir ihn abfangen können. Schwebt euch da jemand vor? Mit Schwanz und vier Beinen vielleicht? Wer sonst außer Arox, dem Verstümmler? Die Dädratte war einst der mächtigste General von Merunes Dagon. Er muss die Stadt über die Jahrhunderte mehrfach besucht haben. Arox kroch in Richtung der Bruchgassen davon, als ich ihm sagte, ich hätte keine Zeit, den Fluch von ihm zu nehmen. Ich gehe in die Bruchgassen und finde Arox. Und während ihr Arox nachspürt, versammle ich möglichst viele Verbündete. Es wird mehr als nur uns hier brauchen, um die Mauern des Trosts zu durchbrechen und es mit Sombren aufzunehmen. Trefft mich in Elendspitze. Dagons Blick reicht nie in diesen Winkel der toten Länder. Jawohl, Sir, Madam, was auch immer. Oh. Wir gehen mit Lyrant und versammeln so viele Verbündete, wie wir nur können. Und ich spreche mit Kalia. Sie war lange bei Sombren. Sie muss eine Ahnung haben, wie er ihre Macht gestohlen hat. Falls nicht, können wir es vielleicht zusammen herausfinden. Ihr glaubt also, dass ihr Sombren die Macht stehlen könnt? Wenn er es konnte, sehe ich keinen Grund, warum dem nicht so sein sollte. Ich muss nur diese Kräfte in den Griff bekommen, die ich auf einmal habe. Ich will aber auch vorsichtig sein. Sombren gab dem dunklen Anteil in sich nach. Dem Anteil, der Merunes Dagon gehört. Ich will nicht, dass mir das auch zustößt. Ihr seid also zuversichtlich, dass ihr mit Sombren fertig werden könnt? Nicht auf eigene Faust. Auf dem Gipfel des Annihilarchen habe ich ihn überrumpelt.
Und er hatte noch nicht die volle Beherrschung über Kalias Macht. Wir werden ihm wahrscheinlich alles entgegenschleudern müssen, was wir haben, um ihn abzulenken. Dann habe ich vielleicht, vielleicht eine Chance. Na dann, besorge ich doch schon mal Arux, um ihn die kleine D-Ratte entgegenzuwerfen. Irrsinn, in die Totenländer zu gehen, zu Merunes Dagons ureigenem Sitz, um ihm ins Gesicht zu spucken. Und sie haben überlebt. So, mit Arux. Hier rum. Das Meister oder Geist? Ich hab's nicht ganz verstanden. Okay. Also einmal Richtung Platz. Ja, oha, ist gut. Ich meine, sie hatte das ja schon gesagt, dass sie ihn in den Bruchgassen verloren hat. Höher, noch höher. Moment, jetzt muss ich doch mal gucken. Ich laufe da runter und ich laufe den Weg entlang, ne? Das ist doch richtig. Ich lauf den Weg hier entlang. Da ist er dann höher. Super. Sehr schön. Ziehen wir einfach mal alles auf uns, was wir finden. Da ist er. Haha, ihr kriegt mich nicht. Was macht die denn hier? Ist das der Einzige? Ja, dann komm nicht, oder? Nehme ich mal an. Was ist denn mit dir nicht in Ordnung hier? Hm. Diese Angelegenheit geht euch nichts an, Sterbliche. Man wird sich schon früh genug um die Dead-Ratte kümmern. Mischt euch nicht unnützerweise in die Angelegenheiten des Griffs ein. Es sei denn, ihr seid bereit, die Konsequenzen zu tragen. Moment. Ich habe ja gar keine Dead-Ratte gesehen. Diese Dead-Ratte ist ein Freund von mir. Diese Kreatur ist euer Haustier. Sie hat den Sterblichen einer sehr bedeutsamen Dädra getötet. Ich bin darauf vorbereitet, sie in eine unserer Arrestzellen zu bringen. Falls ihr sie stattdessen in eure Obhut entlassen sehen wollt, müsst ihr bei der Dädra Wiedergutmachung leisten. Wie mache ich das? Die Statuten erachten die Vernichtung von dädrischem Eigentum als ein Verbrechen. Doch da es sich bei dem Verlust lediglich um das Leben eines Sterblichen handelt, gilt ein Bußgold als annehmbare Wiedergutmachung. Wenn ihr es bezahlt, werde ich die Angelegenheit als erledigt betrachten. Ich würde ja gerne fragen, was es denn sonst noch gibt, was ich tun kann, weil 347 Gold, ich meine, hallo, ich bin nicht Krösus. Ich habe meine kompletten Reserven jetzt schon wieder für Schultern ausgegeben. Aber gut. Müssen wir bezahlen. Diese Entschädigung ist angemessen. Die Dead-Ratte ist frei. Arux. Ihr kamt mir zur Hilfe. Das war's? Was ist mit meiner toten Wache? Eine annehmbare Entschädigung für das sterbliche Leben wurde entrichtet. Unglaublich. Ja, ich kann's ziemlich gut glauben. Danke, dass ihr mich ein weiteres Mal befreit habt, sterbliche Herrin. Ich werde euren Feinden wieder die Knöchel zerfetzen, ihnen die Augen auskratzen und sie an den Haaren ziehen. Was ihr auch verlangt. Wir brauchen eure Hilfe, um in den Trost der Zerstörung hineinzukommen. Ihr wollt Merunes Dagon in seiner eigenen Stadt herausfordern? Eine kühne Strategie. Doch inzwischen erwarte ich von euch nichts anderes, Herrin. Der Trost der Zerstörung ist ein stiller, ruheloser Ort. Geister pirschen durch die Straßen und Merunes Dagon ergötzt sich an ihrer Qual. Wisst ihr, wie man hineinkommt? Oh, aber unbedingt. Arux war schon viele Male dort. Die Stadtmauern sind unüberwindbar, selbst mit magischen Mitteln.
Doch ich kenne einen bestimmten Ort, der es Lyrant erlauben würde, uns mittels eines Portals hineinzuschicken. Falls sie an dieser Sache noch beteiligt ist. Ja, sie trommelt Verbündete in Elendspitze zusammen. Werdet ihr euch uns anschließen? Ihr könnt euch auf euren treuen Diener verlassen. Es wird mir eine Ehre sein, wieder an eurer Seite zu kämpfen. Ihr habt aber nicht vergessen, dass Sterbliche in der Regel nicht zurückkommen, wenn sie dahin scheiden, ja? Um mich mache ich mir da keine Sorgen, aber um euch, Herren, sehr wohl. Hüpft in mein Bündel, Arox. Sputen wir uns, Herren. Ich finde das so süß, wenn er da reinhüpft irgendwie. Okay, wir treffen Lyrant in Elendspitze. Das ist hier oben in den Totenländern. Ich werde mich jetzt mal dahin aufmachen und dann sehen wir uns sofort wieder. So, wir sind so gut wie am Zielort. Und jedes Mal muss ich immer gucken wegen dem Eingang. Ah ja, hier ist er. Lyrant, wo bist du? Ach, hier hinten. Da seid ihr ja. Endlich. Jetzt können wir anfangen. Ist das eure Armee? Hätte ich noch meine wahre Gestalt, würde der Boden erbeben vor meinem Lachen. Ja, ich war nicht fertig. Ja, Arox. Damit können wir arbeiten. Ich kenne einen Ort, von dem aus wir ein Portal zu Dagons Stadt öffnen können. Sehr gut, Arox. Kommt, Sterbliche. Wir haben Pläne zu schmieden. Ach nee! Was ist denn mit dir, Eldrams? Ich habe gehört, Merunes Dagon hat seine Lektion beim ersten Mal nicht gelernt. So soll es sein. Ich bin stets ein geduldiger Lehrmeister. Was habt ihr so getrieben? Rian und Keshu haben sich mit den Anhängern der erwachenden Flamme herumgeschlagen, die sich in Dunkelforst zu erkennen gegeben haben. Also habe ich mich selbst jenen gewidmet, die gehofft hatten, in den Schatten bleiben zu können. Ich muss schließlich den guten Namen der dunklen Bruderschaft bewahren. Also an ihn konnte ich mich jetzt überhaupt nicht mehr erinnern, dass er dabei ist. Ja, das ist ja mal richtig geil. Moment, sprecht mit Lyrant dann als letztes. Okay, dann reden wir erstmal mit den anderen. Ihr habt viele Verbündete gefunden. Das sollte mich nicht überraschen. Es tut mir leid, dass ich mich euch in diesem Kampf nicht anschließen kann. Ohne meine Macht wäre ich euch keine große Hilfe. Doch ich weiß nicht so recht, ob ich überhaupt sehen wollen würde, wie alles endet. Es wäre zu schmerzhaft. Wir müssen Sombrin aufhalten, Kalia. Wir müssen eure Macht zurückholen und sie der Anachoretin geben. Ich weiß. Ich vertraue euch. Doch es ist schwer. Mir liegt noch immer etwas an ihm. Eine Weile waren wir beide alles, was wir hatten. Aber ich mache mir keine Illusionen. Ich weiß, dass er verloren ist. Er ist nicht mehr der Sombrin, den ich einst kannte. Ja. Das ist eine recht beeindruckende Streitmacht. Lyrant wirkte nicht sonderlich hoffnungsfroh, Verbündete zu finden. Aber ich glaube, sie unterschätzte, welchen Einfluss ihr auf die Leute habt. Glaubt ihr, das wird reichen? Ich habe mich bisher noch nie mit einem dätrischen Fürsten angelegt. Von daher kann ich es nicht mit Sicherheit sagen. Doch ich würde mein Gold auf uns setzen. Wenn jemand Merunes Dagon aufhalten kann, dann seid ihr es. Ihr werdet diese Sache zu Ende bringen. Und ich werde an eurer Seite sein, wenn wir Sombrin die Stirn bieten. Das hört man gerne. Evelie! So, da wären wir. Es ist seltsam, daran zurückzudenken, wie alles angefangen hat. Doch jetzt bringen wir es zu Ende, oder? Wir werden Sombrin aufhalten, genau wie Merunes Dagon. Evelie auf dem Weg, selbst ein ganz großer Held zu werden. Wir werden unser Bestes tun. Toll, das wird leicht. Wir schleichen uns einfach rein und geben Sombrin und Merunes Dagon eins auf die Mütze. Es ist genau wie dieses eine Mal, als er Mittleren war. Wisst ihr, ich glaube nicht, dass sich Ermittlerin Vala je um einen dädrischen Fürsten kümmern musste. Macht nichts, dann schreiben wir halt das erste Mal Geschichte. Arox. Obwohl sie sich einem schrecklichen und sicheren Tod gegenübersehen, kommen eure Verbündeten.
Ihr habt diese Armee aufgebaut. Nun müsst ihr sie zum Ruhm führen. Meine Tasthaare beben vor Vorfreude auf die kommende Schlacht. Glaubt ihr, wir haben wirklich eine Chance? Kein Stück, aber der Versuch wird glorreich werden. Ich meine, natürlich, Herren. Es wird schwierig, aber ich werde euch beistehen. Ganz bis zum Ende. Das hat sich gerade aber noch ein bisschen anders angehört. Hauptmann Rian! Ich muss gestehen, ich dachte, wir hätten die Sache mit Merunes Dagon auf der Feste Rotmähne geklärt. Nun gut. Es ist eine Ehre, wieder an eurer Seite zu kämpfen, Söldnerin. Was habt ihr so getrieben, seit wir uns zuletzt gesehen haben? Wir hatten keinen Ärger mehr mit endzeitlichen Kulten, seit wir Vandasia und die erwachende Flamme besiegt haben. Und dank der Elfenbeinbrigade und der Schwarzflossenlegion ist für Dunkelforsts Sicherheit gesorgt. Ehrlich gesagt, war es ziemlich langweilig. Das hier wird nicht langweilig. Verwechselt mein Wagemut nicht mit Leichtsinn. Lyrant, eure Verbündete, hat erklärt, was für mich dabei auf dem Spiel steht. Ich werde diese Sache bis zum Sieg durchstehen oder dabei sterben. Weniger könnt ihr von mir nicht erwarten. Da bin ich doch ein bisschen stolz auf ihn. Ja, und der mit dem unaussprechlichen Namen, Rümkius. Champion, wie versprochen wird der Klingenträger-Clan an eurer Seite kämpfen. Ihr habt meinen Dank, Rümkius. Eine prächtige Schlacht erwartet uns im Trost der Zerstörung. Sicher werden viele sterben. Das ist auffüllend. Eure Verbündeten stehen an eurer Seite und fühlen sich geehrt, ihr Leben für euch zu geben. Verratet mir eins. Seid ihr hierauf wirklich vorbereitet? Ich bin bereit, Merunes Dagon aufzuhalten. Gut. Ihr werdet diese feste Überzeugung brauchen, um als Siegerin hieraus hervorzugehen. Gebt eure Kampfhaltung nicht einmal für einen Wimpernschlag auf. Wenn ihr auch nur den leisesten Anflug von Schwäche zeigt, wird Merunes Dagon das ausnutzen. Dessen könnt ihr euch gewiss sein. Ja, irgendwie ist das doch immer wieder ein schönes Gefühl. Man führt zwar wahrscheinlich viele in den Tod, das muss man auch dazu sagen, aber es ist doch immer wieder ein schönes Gefühl, dass wenn man die Leute braucht, sie auch wirklich da sind. Auch wenn es nur ein Computerspiel ist. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Ich habe Verbündete versammelt. Jene, die schon früher an eurer Seite gekämpft haben. Ihr habt wirklich eine Menge von ihnen auf euren Reisen angesammelt. Wollen wir hoffen, dass es mit ihnen und mit dem Wissen der Dädratte über den Aufbau der Festung reichen wird. Wie sieht unser Plan aus, Lyrant? Ich werde ein Portal öffnen, um uns hinter die Mauern der Stadt zu bringen, wie Aorx es vorschlägt. Anschließend kümmern sich unsere Verbündeten um den Großteil der Verteidigung des Trosts. Während wir versuchen, Somren abzufangen, ehe er seine Macht an Merunes Dagon übergibt. Was, wenn Somren seine Macht schon Merunes Dagon gegeben hat? Zuversicht dient uns hier besser als Schwarzmalerei, Sterbliche. Doch je früher wir anfangen, desto besser. Nehmt euch einen Augenblick Zeit, um mit euren Verbündeten zu sprechen, wenn ihr wollt. Gebt mir danach Bescheid, sobald ihr bereit seid. Ja, und ich würde sagen, ich denke, dass ich hier gleich einen kleinen Cut mache, das schon mal als Vorwarnung, je nachdem, wie lange es jetzt danach werden wird. Aber grundsätzlich, ich bin bereit zu gehen. Hört auf Aorx, den Verstümmler, Daedra und Sterbliche! Sputen wir uns zum Trost der Zerstörung! Er liegt westlich von hier, wo das Karg in die Sänge übergeht. Zum Ruhm! Denkt daran, wir müssen Somren finden, damit die Anachoretin ihm die Macht nehmen kann. Ja. Betretet den Trost der Zerstörung. Ich dachte, wir kriegen jetzt hier ein Dädrisches Portal oder so. Müssen wir jetzt alleine dahin gehen? Ja, toll. Das heißt, Trost der Zerstörung, der ist hier oben. Dann mache ich mich jetzt mal auf den Weg dorthin. Und ja, ich denke, dass ich das Ganze hier cutten werde. Deswegen verabschiede ich mich erstmal von euch. Und wir sehen den Angriff dann in der nächsten Folge. Beziehungsweise wir sehen uns dann direkt am Trost der Zerstörung wieder. Bis zum nächsten Mal.
zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.